Eisfreiheit hängt von der Pressefreiheit auf. Die kann nicht begrenzt gehen, ohne verloren zu gehen. Das wären Wörter von Thomas Jefferson oder von der Unabhängigkeitsdeklaration an dritte Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein ganz anderer Wellenlängt wie die vom aktuellen Twitter-Präsident Donald Trump, der keine Occasion verpasst, die Presse anzugreifen. Aber wir brauchen nicht über den Atlantik zu gehen, für beunruhigte Entwicklungen ab puncto Pressefreiheit zu sehen. Türkei als von den Reporter ohne Grenzen als die größte Prison für Journalisten weltweit bezeichnet gehen. Diesen Monat nach hat das Stockholm Center for Freedom berichtet, dass an der Türkei 192 Journalisten am Prison sitzen, 142 Kinder von der Polizei nach Gesicht. Das Problem wird immer mehr groß. Nicht nur außerhalb von der EU, sondern auch spannend den europäischen Grenzen. Pressefreiheit ist nicht mehr selbstverständlich. Ihr erinnert euch bestimmt an den Mord an der Journalistin aus Malta, Daphne Caruana Galizia. Sie gauf umbrücht, für das sie soll abhalten zu schreiben, abhalten zu schwätzen. Sie war nämlich am Gang, politisch Korruptionsfeld mal zu Malta zu analysieren. Ein weiterer Schock für kurzem, der Mord vom slowakischen Investitionsjournalist Kan Kuciak. Er war am Gang, eine Enquete zu machen, an Sachen Regierungskorruption. Bis heute sie weder an Malta noch an der Slowakei Fälle gelöst gehen. An andere Wörter, die Schillisch sind bis dato unbestraft, an Sicherheitskräften halten sich abfällig bedeckt. Nicht genauso gewalttätig, aber mit genauso graven Konsequenzen als die Einschränkung von der Pressefreiheit an Ungarn und an Polen. 2016 hat Ungarn die letzte Oppositionszeitung zugemacht, weil nachdem die Zeitung verschiedene Geschichten über korrupte Regierungsbeamten und Freunde von Regierungsmembern publiziert hat, hat sie nicht mehr verschreiben. In Polen hat die aktuell populistische Regierung eine Übernahme von der polnischen Medienlandschaft lanciert, mit dem Ziel, Presse zu depolitisieren, wie sie sollen. Dadurch kann die Oppositionspresse hier Abend nicht mehr machen, brav. Das Jahr hatten wir um internationalen Tag von der Pressefreiheit l'OAME wenig Grenzen feiern, auch vor allem an Europa. Als freie Journalistin und als freie Kommissarin für Medien und für Grundrechte fand ich die Pressefreiheit etwas Wichtiges ab. Und dafür sie leidet mir stark um Herz. Pressefreiheit ist aber auch etwas ganz Fragiles. Viel traurige Beispiele weisen, dass Pressefreiheit nie selbstverständlich und aufgesichert ist. An Europa ist die Pluralität von der Meinung, an Freiheit sich auszudrücken, sogar an der Charta von den Grundrechten verankert als europäische Konstitution, sozusagen als Pilier von unseren offenen und demokratischen Gesellschaften. Trotzdem wird Pressefreiheit auf vielen Plätzen außer Kraft gesetzt. Und wir dürfen das nicht zulassen. Es ist wichtig, dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden, dass die Mörder von Journalisten hier Handlanger und Auftraggeber streng verurteilt werden. Wir müssen weiterhin für die Pressefreiheit kämpfen, weil ohne Freipresse gibt es keine informierten Wähler, gibt es keine Demokratie und keine Freiheit. Und das wollen wir nicht.